Hallo, willkommen zurück zu Maniac Mansion, dem klassischen Point-and-Click-Adventure, das wirklich ein ziemlich cooles Spiel ist, muss ich schon echt sagen. Also, ich meine, es ist natürlich schon ein bisschen älter und man merkt das natürlich in vielerlei Hinsicht. Aber das ist immer noch einfach ein gutes Spiel, wenn nicht so ein paar Kleinigkeiten wären wie wirklich gemeine Dead Ends, also wirklich gemeine Sackgassen, in die der Spieler schnell mal geschmissen wird, nur um dann quasi nie wieder rauszukommen. So, jetzt haben wir ein Problem. Person, Dave. Dave, du bist nutzlos, komm. Ich werde jetzt Folgendes machen. Die 5 Minuten, die wir haben, bis die Tentakel, die Asteroiden, die Meteoritenpolizei kommt, werden wir jetzt dafür nutzen, dass Dave jetzt alles, was er hat, Bernard gibt. Bernard ist der einzig wahre Held hier. Hier, Schlüssel, kleiner Schlüssel, Radio, leuchtender Schlüssel. Brauchen wir wahrscheinlich eh nicht mehr, aber passt schon. Und jetzt zieh hier. Und Bernhard, geh rein. Bernhard und Razor, die beiden lösen jetzt hier das Problem. Razor wartet eh schon drin, oder? Jetzt ist die Frage, gehen wir schon rein? Oh, okay. Ja, anscheinend. Das wollte ich gar nicht. Na, dann schauen wir mal, was ist? Tür, Karte des Hauses, Kontrollfeld. Oh. Aha. Habe ich dich beim Spionieren erwischt. Ja, und jetzt wirfst du mich jetzt in die Gefängniszelle. Dr. Fred bezahlt mich gut für sowas. Jetzt ernsthaft. Und wirf mich halt in die Gefängniszelle, lila Tentakel. In das Verlies, Eindringling. Okay. Bist du dir sicher, dass du weißt, was du da tust, lila Tentakel? Und dieses Mal stelle ich sicher, dass du nicht abhaust. Oh oh. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Nein! Naja. Deswegen habe ich ihm ja alles gegeben. Auch den leuchtenden Schlüssel, von dem ich gerade noch gesagt habe, den brauchen wir sowieso nicht mehr. Lässt sich nicht öffnen? Was? Ach so, das obere Schloss brauchen wir nicht öffnen. Die Tür. Genau. Nicht, dass die Tentakelpolizei kommt. Und wir haben hier die Tür nicht auf. Okay, gut. Aber dann warten wir jetzt. Müssen wir jetzt irgendwie wirklich warten, glaube ich. Das ist zwar jetzt ein bisschen blöd. Aber gut. Razor, gib doch mal die alten Batterie an Bernhard weiter. Gib doch mal das Manuskript an Bernhard weiter. Gib doch mal die Konservendosen an Bernhard weiter. Ich habe jetzt mal ein bisschen geguckt wegen den neuen Konsolen, die jetzt bald kommen. Gesundheit, danke. Und für was bräuchte ich jetzt den Umschlag und die Briefmarken unbedingt eigentlich? Na, vielleicht wirklich für ein anderes Ende. Oder das kommt noch. Kann schon sein. Und die Preise für Spiele in der nächsten Generation. Oh, wie süß. Was haben wir ihm denn gegeben? Was war denn das jetzt, das Letzte? Ach, wahrscheinlich den Hamster. Die Preise für die Spiele in der nächsten Generation sind halt schon krass, ey. Ich meine, ich will ja gar nicht sagen, ne, vielleicht. Ist das schon gerechtfertigt für den Produktionsaufwand und so weiter? Das will ich ja überhaupt nicht hier. Das weiß ich nicht. Aber die sind einfach fucking teuer. Ganz egal, ob das quasi so teuer sein muss für den Aufwand und so. Das kann ich mir so einfach nicht leisten. Und das will ich mir auch ehrlich gesagt nicht leisten. Aber ich kann es mir auch einfach nicht leisten. Und deswegen werde ich mir in der nächsten Generation wirklich sehr gut überlegen, welche Spiele ich für den Vollpreis kaufen werde. Und zum Beispiel Demon's Souls Remastered, das
das mich wirklich interessieren würde, werde ich für 80 Euro bestimmt nicht zum Release kaufen, ey. Das ist, ich meine, das sieht toll aus und ist schön remastered, aber es ist immer noch ein, weiß ich nicht, 15 Jahre altes Spiel oder so. Dafür gebe ich nicht 80 Euro aus. Und wenn es noch so schön remastered ist. Das ist einfach ein bisschen krass, finde ich. Naja, deswegen werde ich jetzt, mit der Xbox Series S und dem Games Pass bin ich, glaube ich, grundsätzlich mal sehr gut abgedeckt und einige wenige Spiele, wie beispielsweise Cyberpunk, werde ich mir dann doch leisten. Aber ich glaube, mein Videospielkonsum wird da schon eingeschränkt werden. Also eben durch den Games Pass wahrscheinlich nicht. Aber das Kaufen von Vollpreisspielen wird sich, glaube ich, mein Kaufverhalten wird sich deutlich verändern. Und da bin ich gespannt, wie das anderen Leuten geht. Weil viele Leute können halt einfach auch nicht, wenn die früher irgendwie für zwei Konsolenspiele im Monat meinetwegen 100, 120 Euro ausgegeben haben, ist das eine ganz andere Sache, wie plötzlich jetzt 160. Das ist halt ein Unterschied. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sich das auch auf Verkaufszahlen auswirken wird. Allgemein. Und ob sich das dann rechnet, muss man mal gucken. Es ist halt was anderes, ob ich in den Laden gehe und denke mir, ach ja, komm, 50 Euro, das nehme ich jetzt mit. Oder ob da steht 80 Euro. Das ist schon eine andere Hürde. Jetzt spielt hier schon wieder Meteor Mess. Nicht, dass sich dann der Code für die Tür verändert. Aber gut, wir müssen jetzt eh warten auf unsere Polizei hier. Wie lange dauern die Folge schon? 7 Minuten schon? Wo bleiben denn die bitte? Die sollten aber jetzt mal kommen. Soll ich mal mit Bernhard nachsehen? Schön langsam vielleicht schon, oder? Na, ich bin wirklich gespannt auf jeden Fall. Die nächste Generation könnte da das Gesicht der Videospiellandschaft stark verändern. Ja, Bernhard, gehen wir mal nachschauen, ob wir noch mal anrufen müssen. Kann ich von innen eigentlich auch den rostigen Schlüssel benutzen? Ja. Ich meine, ich sehe ja eh eine Cutscene, wenn der kommt, so oder so. Ist egal. Vielleicht dadurch, dass der Tentakel uns erwischt hat, wurde das irgendwie resettet oder so. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Sonst habe ich jetzt die Anekdote ganz umsonst erzählt. Aber ich wollte damit nur ein bisschen Zeit überbrücken mit dem Thema. Dip, dip. Aus welchem Spiel ist denn die Melodie, ey? Das ist irgendein ganz altes Retro-Spiel auch. Dip, 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 dip. Keine Ahnung. Ein mörderischerer, schleimigerer, rilaraler Meteoralilarit. Sucht wegen zahlloser, grausamer Taten. Ja. Ich weiß, ich habe schon vor 8 Minuten, fast 9 Minuten die Polizei gerufen. 1138. Wie lange kann das brauchen vom Mond hierher? 1138. Okay, ich komm noch mal, aber diesmal ist die Tür auf, klar. Du warst doch noch gar nicht hier. Willst du mich verarschen? Was ist denn jetzt los? Vielleicht war es wirklich irgendwie, wenn mich die Tentakel erwischt hat. Na gut, ich meine, keine Ahnung. Die Tür ist jetzt offen, dann komm da halt noch mal. Gut, dass ich noch mal angerufen habe. Oh, das ärgert mich. Das ist wie bei so Paketdienstbotenlieferungen, die nicht ankommen. Wo man den ganzen Tag zu Hause sitzt und wartet und plötzlich ist unten ein Zettel im Briefkasten, nö, es war keiner da. Und ich saß quasi 10 Stunden lang vor der Wohnungstür und hab gewartet, bis es endlich klingelt.
Und dann, das ist ärgerlich, ey. So, jetzt ist alles offen. Müssen wir noch mal irgendwie 5 Minuten überbrücken anscheinend einfach. Na toll. Ach ja, was gäbe es denn sonst noch für ein tolles Thema, über das man reden könnte? Vielleicht ist er diesmal schneller. Ich meine, die neuen, ich bin schon gespannt, wirklich, mit den neuen Konsolen, wie sich das entwickelt. Ich habe schon überlegt, ein eigenes Video dazu zu machen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es überhaupt mache. Und man könnte ja auch hier schon ein bisschen drüber reden, auf jeden Fall im kleinen, gemütlichen Kreise. Weil natürlich diese Abo-Dienste, vor allem der Games Pass, der bestimmt, wenn er erfolgreich ist, und aktuell sieht so aus, als wäre er sehr erfolgreich, viele Nachahmer findet, da werden bestimmt viele umsteigen auf so ein Games Pass-Format, könnte schon auch die Videospiellandschaft und wie Videospiele aussehen, selbst ganz stark verändern. Da gibt es aktuell natürlich, ne, man kann es unmöglich vorhersagen. Weil je nachdem, was Microsoft vorhat und wie die jetzt weitermachen, könnte viel passieren. Und je nachdem, wie die Käufer darauf reagieren, natürlich. Ein Szenario wäre beispielsweise wirklich, dass Microtransactions und Add-ons noch viel stärker einen viel größeren Rahmen spielen. In viel größerem Rahmen eine Rolle spielen, meinte ich. Dass quasi die Spiele quasi wirklich dann in diesem Games Pass drin sind. In ihrer Grundversion, aber alles Mögliche muss im Grunde dazu gekauft werden. Das ist zwar ein sehr düsteres, albtraumhaftes Szenario, aber das könnte man sich gut vorstellen, dass der Games Pass quasi nur die Basisversionen anbietet und dann zu so einer Art Free-to-Play-Abo-Service wird. Ne? Das ist wirklich ein düsteres Szenario, könnte aber sein. Wenn man sich dann allerdings wieder so Sachen wie Netflix oder Amazon Prime anguckt, wenn man das so ein bisschen mit Filmen vergleicht, dann könnte sich das sogar sehr positiv auf Videospiele auswirken, weil dann eventuell, ich könnte mir sogar wirklich vorstellen, dass dann eventuell Microsoft zum Beispiel anfängt, kleinere Studios nicht unbedingt aufzukaufen, sondern Auftragsarbeiten von denen anzufordern. So wie halt Netflix sagt, ja, hier. Wir kaufen noch eine Staffel von der Serie, sagt halt der Microsoft, hey, macht mal noch einen Nachfolger von dem und dem Spiel exklusiv für den Games Pass. Und dann könnte es durchaus sein, dass da sehr viel Vielfalt dabei entsteht. Weil bei so Abo-Diensten geht es ja nicht unbedingt darum, dass immer alles für den Mainstream sein muss, sondern man will vor allem jede Nische bedienen. Dass quasi aus jeder Nische die Leute sagen, ja, okay, wegen dem und dem und dem Spiel komme ich jetzt in den Games Pass. Und wenn man erstmal drin ist, das kennt man wahrscheinlich persönlich, kommt man da so schnell nicht mehr raus aus so Abos. Weil man sich, dann denkt man sich halt so, ach ja, komm hier, die 10 Euro, die 12 Euro im Monat, das passt schon. Das jetzt zu kündigen, lohnt sich ja gar nicht und so weiter. Also das geht sehr vielen so. Die muss man nur mal reinlocken in so eine Abo-Falle. Und dann gibt es kein Zurück mehr. Naja, genau. Und das könnte sich dann wirklich sehr positiv auswirken. Möglich wäre es auch, dass Spiele in, also die speziell vor allem für so Abo-Dienste gemacht werden, kürzer werden. Kürzer und prägnanter, weil einfach die Notwendigkeit nicht mehr da ist oder vielleicht auch gar nicht mehr der Bedarf da ist, dass jemand 100, 120, 200 Stunden an so einem Spiel sitzt oder länger, weil er sich denkt, hey, ich habe hier noch ungefähr 100 andere Spiele, die mich interessieren. Ich will gar nicht mehr 100 Stunden in das investieren. Ich möchte mir eigentlich auch noch das und das und das und das und das ansehen. Könnte man natürlich sagen, mit Back-Catalogs, quasi mit Pile of Shames, mit den Videospielstapeln, die die meisten von uns irgendwie über Humble Bundle oder Steam oder sowas zusammengekauft haben, hat man ja jetzt schon eine ähnliche Situation. Aber das könnte mit Abo-Diensten schon nochmal was anderes werden, weil halt auch ständig neuer Nachschub von interessanten Spielen kommt, die man halt nicht nur kauft, weil man sich denkt, ach ja, komm, so billig kriege ich es nie wieder, sondern die einem vielleicht auch wirklich dann interessieren. Und das ist vielleicht gar keine schlechte Entwicklung, weil dann Spiele nicht mehr mit so viel Füllmasse einfach aufgefüllt werden müssen, mit so viel repetitiver, langweiliger Questerei und von A nach B Gelatsche, sondern weil sich dann die Spiele wirklich auf das, was gut ist, konzentrieren können. Und ehrlich gesagt, spiele ich in so einem Szenario dann wirklich lieber 20 Stunden ein sehr gutes Spiel als 100 Stunden ein mittelmäßiges Mithöhen. Oh,
Es passiert was. Captain, willkommen. Alles klar, schnappen wir sie. Der hat was verloren, sehe ich schon. Ein Trillerpfeifchen oder so. Zisch ab, Saugnapf. Dem macht man so schnell nichts vor. Pepsi. Ah, da ist meine Rettungsfrau. Endlich habe ich dich, lila Meteor. Oh nein, du hast mich gefunden. Du kommst mit mir, Kraterball. Düb. Okay, ich würde sagen, das speichern wir mal als Teilerfolg. Wir mussten jetzt ein bisschen lang drauf warten, aber es hat ja geklappt. Ach, letztendlich hat es ja noch geklappt. Bernhard, du bist ja wahre Held hier. Ich glaube, das ist übrigens wirklich, was wir machen, Bernhards ganz persönliches, spezielles Ende. Ich glaube, so kann es niemand anders außer Bernhard durchspielen auch. Mit dieser Röhre und die Polizei zu rufen. Das ist schon ziemlich cool. Nehmen wir das Abzeichen. Okay, jetzt haben wir ein Abzeichen. Lies Abzeichen. Meteor Polizei Abzeichen Nummer 714. Okay, was machen wir jetzt mit dem Abzeichen? Benutze Abzeichen. Das klappt nicht. Benutze Abzeichen. Benutze Abzeichen. Benutze Abzeichen. Lies Abzeichen. Meteorpolizei, Abzeichen Nummer 714. Benutze Abzeichen. Kann ich mich jetzt nicht als Polizist ausweisen, dem lila Tentakel gegenüber? Ah, Mann, ey. Ich dachte, das geht jetzt. Ach, ja, nervig. Ist ja echt nervig, weil jetzt könnte ich mir vorstellen, dass der Code geändert ist. Für was habe ich denn dann jetzt das Abzeichen? Ich lade mal nochmal neu. Sparen wir uns das Ganze. Den ganzen Unfug. Also, nimm. Muss ich das Abzeichen irgendwie tragen? Aber ich weiß ja nicht wie. Benutze, habe ich schon versucht, ne? Benutze Abzeichen. Ziehe Abzeichen. Nimm Abzeichen. Gib Abzeichen. Lies Abzeichen. Zieh Abzeichen. Drück Abzeichen. Öffne Abzeichen. Was ist Abzeichen? Das klappt nicht. Benutze Abzeichen. Schließe Abzeichen. Repariere Abzeichen mit. Wir haben auch noch die Schlüsselkarte, ne? Für was brauchen wir die denn? Mit Werkzeug. Ha, nee. Ich schau mal ganz kurz nach, was der Guide sagt. Give the badge to Purple Tentacle. Ah, give. Gebe. Gebe habe ich, glaube ich, tatsächlich nicht versucht, ne? Im Grunde war meine Herangehensweise schon richtig, nur habe ich den falschen Befehl gewählt anscheinend. Gib Abzeichen zu lila Tentakel. Ihr habt die Meteorpolizei geholt. Dr. Fred ist schuld. Er hat mich zu allem gezwungen. Es funktioniert. Es ist seine Schuld. Ich bin unschuldig. Er ist verrückt. Ich helfe euch. Ich bin euer Freund. Vertraut mir. Okay, cool. Jetzt haben wir hier unsere Ruhe. Jetzt muss ich noch mal. Ich schau mal ganz kurz in den Guide.
Okay. Wir sind, glaube ich, so gut wie fertig. Das bedeutet, dass wir jetzt weiterspielen und nicht noch eine neue Folge anfangen. Aber ohne, also schauen wir mal. Karte des Hauses, Kontrollfeld, drücke Kontrollfeld. Drücke Karte des Hauses. Na, gehen wir einfach weiter. So, öffne. So, hallo. Tach. Eindringling. Lila Tentakel, Eindringling. Öffne. Nimm. Benutze. 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 Wo ist es denn? Wo ist denn die Schlüsselkarte? Schlüsselkarte. Und jetzt schalte aus das da, was auch immer das ist. Oh, Zeit bis zur Kernschmelze. Oh, was ist passiert? Ich fühle mich so anders. Ich werde nicht mehr kontrolliert. Aber halt! Die Selbstzerstörung wurde gestartet. Ach, der hat die Selbstzerstörung noch gestartet vorher. Ich versuche, sie abzuschalten. Ich hab's geschafft. Och, Happy End oder wie? Entschuldigung, dass mein verrückter Plan euch so viel Ärger bereitet hat. Wie kann ich euch für eure Hilfe danken? Bargeld wäre nicht schlecht. David, niemand mag dich. Du bist nutzlos. Hey, nicht so frech, Kleiner. Na dann, David und die andere. Ein wunderschönes Pärchen. Drücke F4 für noch ein Spiel. Naja, noch ein Spiel. Da ist noch ein Spiel. Maniac Mansion wird es jetzt nicht geben. Deswegen drücken wir nicht F4. Aber es geht im Grunde gleich nahtlos weiter. Nicht ganz nahtlos. Ich glaube, mit einem Zeitsprung von 5 Jahren oder so, wenn mich nicht alles täuscht, geht es in der nächsten Folge weiter mit Day of the Tentacle, dem direkten Nachfolger von Maniac Mansion, der allerdings erst sehr viel später erschienen ist, oder? Also einige, also da dürften viele Jahre dazwischen liegen. Maniac Mansion. Können wir mal kurz noch gucken? Release. Nur aus Interesse. Interessiert mich gerade. Release Date für Maniac Mansion ist 87. Alter, da war ich 2. Krass. Day of the Tantaklis. Ah, nee, nur Tanta. Hier. Day of the Tantakel. 93. Ja, doch, ne? Das sind schon 6 Jahre dazwischen. Es könnte auch sein, dass das dann tatsächlich 6 Jahre später spielt. Aber ja, genau. Damit geht's weiter und darauf bin ich ja sehr gespannt, denn während Maniac Mansion ja schon als Klassiker gilt und sehr beliebt ist, ist Days of the Tentacle ja wirklich ein super legendäres Spiel, das ich auch schon lange spielen wollte und nie gespielt habe damals zu seiner Zeit und auch bis heute noch nicht wirklich gespielt habe. Ich habe nur mal kurz reingeguckt. Genau, das ist cool. Wir spielen die Remastered Edition auf der PlayStation, denke ich mal wahrscheinlich. Die habe ich nämlich, glaube ich. Und die war mal im Gold PS Plus. PS Plus meine ich. Und seitdem habe ich das quasi auf der PS4 und denke mir so, ah, irgendwann spiele ich das mal noch. Und jetzt ist es endlich soweit. Und das Coole ist, und ich habe das wirklich bis gerade eben gar nicht gewusst, jetzt wo ich die Jahreszahlen nachgeguckt habe,
bin ich durch das Art-Design aufmerksam geworden und habe mal kurz auf Wikipedia geklickt. Und tatsächlich ist Bernhard der Protagonist aus Day of the Tentacle. Und das finde ich ja super cool, dass die sich im Nachfolger für Bernhard entschieden haben, als Protagonisten, genau den, den wir hier zufällig in unserem Playthrough auch als den Helden benutzt haben. Das passt perfekt, total super. Das heißt, mein Playthrough war sogar Lore, also der ist sogar Canon, perfekt. Na dann, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.